Meine Damen und Herren, gegen Hannover 96 soll es mit dieser Formation gehen. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Wir springen direkt ein in die Partie. Gegen Hannover haben wir ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube im DFB-Pokal haben wir die Niederlage kassiert. Oder was, in der Liga? Auf jeden Fall haben wir einmal gegen Hannover verloren. Ich glaube, wir sind im DFB-Pokal. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nerven sie mich und wir wollen sie besiegen. Heute und hier. Sehr offensiv mit einer Dreierkette, das soll sie ein bisschen überraschen. Ich gehe mal davon aus, sie werden ebenso offensiven Fußball spielen. Aber wir wollen natürlich mit ebenso offensiven Fußball antworten. Klar, wir müssen aufpassen auf diesen Karaba, auf Jonatas. Das sind alle Spieler, die sind enorm gefährlich. Wie er hier, Karaba, der hier auch schon den ersten Schussversuch wagt. Aber wir haben eine enorm gute Mannschaft, die sich jetzt auch in den letzten Monaten enorm entwickelt hat. Und wir schauen einfach mal, was hier geht. Und da ist auch schon Luka Zidan gefordert mit der ersten Parade. Und da ist es. Salif Sané braucht keine 10 Minuten, um sein erstes Tor zu erzielen. Ich schätze Hannover als Aufstiegskandidat Nummer 1 ein, hinter uns. Ich denke, wir werden auch sicher aufsteigen und dann direkt Hannover auch noch. Ich hoffe natürlich, dass Freiburg da noch mitreden kann. Fände ich schade, wenn die nicht mitkommen. Aber Hannover geht mir schon ziemlich auf die Eier. Ab, komm schon! Und der geht vorbei. Oh mein Gott, so viele Chancen werden wir nicht mehr kriegen. Den muss er eigentlich machen. Den kann man eigentlich gar nicht vorbeischießen. Und Brereton oder ein Kleindienst machen die Dinger locker rein. Aber nein, Ab ist anscheinend noch nicht so weit, um auch 100%ige zu 100% zu verwandeln. Oh Gott, Baggerlords. Und den muss er eigentlich machen. Also wir haben hier nicht wirklich viel zu melden. Hannover ist enorm gefährlich offensiv. Das ist echt krass, warum wir gegen gerade diese Mannschaft sehr, sehr anfällig sind in der Defensive. Ich kann es mir nicht erklären. Kukureya kommt da sogar mit nach vorne, kann aber nichts mehr reißen. Und es wird einen Eckball geben. Karaba! Und der lässt dann nichts anbrennen. Das ist nicht normal. Ich kann diesen Typen nicht stoppen. Er macht uns jedes Mal fertig. Es ist nicht normal. Er trifft jedes verkackte Spiel gegen uns. Gut, das ist erst das zweite, aber ich glaube, er hat sogar einen Dreierpack geschossen in der ersten Begegnung. Das war schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber wir haben hier noch ein paar Minuten zu spielen. Ganz toll. Und Green hat sich verletzt. Hat er sich verletzt? Nein, er hat sich nicht verletzt. Aber es gibt immerhin einen Freistoß. So, es ist Halbzeit. Erstmal durchatmen. Wir werden auf jeden Fall wechseln müssen. So kann es nicht weitergehen. Das ist doch nicht mehr normal. Wir müssen auf jeden Fall Ab runternehmen und müssen da irgendjemand anderes hinkriegen, der ein bisschen seinen Körper einsetzt, aber ich habe keinen Keen da. Deswegen werden wir auf eine Spitze umstellen. Weiterhin in der Dreierkette. Da werden wir dann eben das hier produzieren. Brereton geht auf die... Ne, Brereton ist mir zu schade da auf der Seite. Kukureya. Kommen wir es nach vorne, Ab, es gibt auch so. Nehme ich Ab runter, bringe dafür Chuduri rein. Green nehme ich runter für Selemani, das Laufwunder. So soll es jetzt laufen. Wehe, wenn nicht. Rupé nehmen wir noch runter für Itter. Dann haben wir da drei große Innenverteidiger auf dem Platz. Und die sollten eigentlich die Karabas und was weiß ich was abhalten von unserem Tor. Oh ja, das ist die Chance. Selemani! Dossel! Und Esser fängt das Ding einfach. Oh Mann, ey. Also so Chancen werden wir nicht mehr viele kriegen. Die müssen wir eigentlich machen. Die müssen wir eigentlich machen, aber wir machen sie nicht. Und das ist das Problem. Klasse Freistoßmöglichkeit jetzt. 22 Meter, Gomez ist da. Und der geht knapp drüber. Ficken. Da ist die Entscheidung. Ayose macht das 3-0. Wir haben einfach keine Chance gegen Hannover.
Wir haben einfach keine Chance gegen Hannover. Das ist so bitter. Ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Die sind offensiv einfach unfassbar stark. Dieser Karaba, dieser Jonathas, die machen das Spiel immer so schnell. Da haben wir überhaupt keine Chance zu reagieren. Und dann sind sie halt auch einfach noch torgefährlich. Und wir machen halt unsere Chance nicht rein. Und dann ist klar, dass die Spiele ganz schnell entschieden sind, wenn wir das nicht machen. Scheiß Hannover 96. Müllverein. Zum Kotzen die Spackos. Vielleicht haben wir noch Glück und sie kommen irgendwie noch nicht in Liga 1 hoch. Aber sie holen ja drei wichtige Punkte gegen den Tabellenersten. Das ist natürlich ein großes Plus. Bringt viel. Uns wird es kaum stören, weil wir einen relativ großen Abstand haben. Aber natürlich wollen wir die direkten Verfolger auf Abstand halten. Und das war's. Leider ist das hier auch nur eine Einspielefolge. Das heißt, das ist das einzige Spiel für heute. Wir sehen uns dafür in der nächsten Partie. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Machen wir dann im nächsten Spiel einfach drei Partien oder ich simuliere nochmal eine oder wie auch immer. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Episode. Bis dann.